Kochen 22.05.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. 2. Den Grieß langsam einrühren und bei mittlerer Hitze 20 Minuten unterrühren köcheln lassen. 3. Inzwischen den Speck in Stücke schneiden. Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Aprikosen waschen und entsteinen. Eine Aprikose in Spalten schneiden, die andere hacken. 4. Den Speck in eine Pfanne knusprig anbraten, dann herausnehmen. Knoblauch, Aprikosen, Garnelen und Olivenöl in die Pfanne geben und alles bei großer Hitze ca. 2 Minuten braten. Scharfe Soße unterrühren. 5. Sobald der Grieß gar ist, den Käse unterrühren. Die Grütze mit Salz abschmecken. 6. Die Maisgrütze mit der Garnelenmischung anrichten und mit dem Speck servieren. Für die Füllung 225 Gramm Mohnsamen, fein gemahlen 200 Gramm Zucker, Gogé Honig, 1 Bio-Zitrone, Klammer auf abgeriebene Schale, Klammer zu, 1/2 Vanilleschote, Klammer auf ausgelöstes Mark, Klammer zu, 125 Gramm Walnusskerne geröstet, gehackt, 125 Gramm Kokosnuss, 1 Ei mit Salz und 65 Milliliter Öl aufschlagen. 160 ml warmes Wasser unterrühren, nach und nach das Mehl dazugeben und alles zu einem weichen Teig verkneten. 2. Den Teig auf einem Küchenhandtuch kneten, dabei langsam Mehl einarbeiten, bis der Teig nicht mehr am Tuch festklebt. Nicht zu viel Mehl verwenden, damit der Teig nicht zu trocken wird. Den Teig in eine Schüssel legen und mit 1 Esslöffel Öl bestreichen. Mit Frischhaltefolie abgedeckt eine Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen. 3. Mohnzucker, Honig, Zitronenschale und Vanillemark mit 125 ml heißem Wasser, Klammer auf alternativ heiße Mandelmilch, Klammer zu, verrühren. Die Walnüsse unterheben und die Masse kalt stellen. 4. Den Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsplatte ausrollen und mit den Händen zu einem papierdünnen Rechteck ausziehen. 5. Kokosbutter auf dem Teig verteilen. Übrige Füllung darauf verstreichen. Dabei zu 3 Seiten 2,5 cm und zu einer Seite 10 cm Platz lassen. Den Teig in Richtung des ungefüllten Endes aufrollen. 6. Strudel mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Das übrige Ei verquirlen und den Strudel damit bestreichen. Den Strudel in ca. 45 Minuten goldbraun backen. Für ca. 50 Stücke 250 Gramm Zucker 1 msp. Salz 6 OG Sonnenblumenkerne 1/2 Bio-Zitrone, Klammer auf abgeriebene Schale, Klammer zu, 1 türkische Lira gelbe Senfkörner, 1 türkische Lira braune Senfkörner, 1 türkische Lira Fenchelsamen, 1/4 Teelöffel Chiliflocken. 1. Die Arbeitsfläche mit Backpapier belegen, ein Nudelholz bereitlegen. 2. In einem mittelgroßen Topf bei mittlerer Hitze Zucker und 125 ml Wasser aufkochen, bis ein hellgoldgelbes Karamell entstanden ist. 3. Das Karamell vom Herd nehmen und alle übrigen Zutaten dazugeben. Die Mischung so lange rühren, bis der Zucker zu kristallisieren beginnt, Klammer auf 3 bis 4 Minuten, Klammer zu. 4. Die Mischung dann wieder zurück in den Topf geben und bei mittlerer Hitze kochen, bis der Krokant wieder geschmolzen ist. 5. Jetzt muss es schnell gehen. Den Krokant auf dem Backpapier, Klammer auf alternativ auf einer Silikonunterlage, Klammer zu, verteilen, mit weiterem Backpapier bedecken und mit dem Nudelholz dünn ausrollen. 6. Das obere Papier abnehmen und den Krokant abkühlen lassen. Anschließend in kleine Stücke brechen und luftdicht zwischen Backpapier in einer Dose aufbewahren. So hält sich der Krokant bis zu 2 Wochen. Für ca. 50 Stück 2 Esslöffel Sesamsamen, 2 Esslöffel Mohnsamen El-Kümmelsamen, 2 türkische Lira grobes Meersalz, 200 Gramm Roggenmehl, 1 türkische Lira getrockneter Thymian, 1 türkische Lira Knoblauchpulver, 1/4 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Honig. 1. Den Backofen auf 200 Ober-Unterhitze vorheizen. In einer kleinen Schüssel Sesam, Mohn und Kümmel mit dem groben Meersalz vermischen. 2. In einer großen Schüssel Mehl, Thymian, Knoblauchpulver und Salz mischen.
Olivenöl, Honig und 125 ml Wasser zur Mehlmischung geben. Alles zu einem weichen Teig verkneten. Drittens den Teig auf der leicht gemähten Arbeitsfläche in zwei Portionen teilen. Diese nacheinander jeweils zu einem 2 mm dicken Rechteck ausrollen. Viertens den Teig mit etwas kaltem Wasser bestreichen und jeweils mit der Hälfte der Samenmischung bestreuen. Den Teig dann mit einem Teigrädchen in die gewünschten Formen schneiden. Fünftens die Cracker auf mit Backpapier belegte Backbleche legen und portionsweise im vorgeheizten Ofen in 12 bis 15 Minuten hellgoldbraun und knusprig backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Tipp, luftdicht in einer Dose verpackt, bleiben die Roggencracker bis zu eine Woche frisch. Für ca. 40 Stück 500 Gramm Zucker eine türkische Lira Vanilleextrakt 1/2 Bio-Zitrone, Klammer auf abgeriebene Schale, Klammer zu, 425 Gramm Tahini, Klammer auf Sesampaste, Klammer zu, eine Prise Meersalz, 170 Gramm Zartbitterschokolade, einige Sesamsamen zum Bestreuen, erstens eine eckige Backform, Klammer auf, 30 x 20 cm, Klammer zu, mit Backpapier belegen. Zweitens Zucker 125 ml Wasser Vanilleextrakt und Zitronenschale in einem Topf aufkochen. Den Sirup ohne Rühren kochen lassen, bis er eine Temperatur von 120, Klammer auf Zuckerthermometer verwenden, Klammer zu, erreicht hat. Drittens während der Sirup kocht Tahini und Salz in einer Schüssel mit dem Handrührgerät verrühren. Den heißen Sirup auf einmal dazugeben und 30 Sekunden bis eine Minute weiter rühren, bis sich alles zu einer Emulsion verbunden hat. Nicht zu lange rühren. Viertens die Halva-Mischung schnell aber vorsichtig auf dem vorbereiteten Backblech verteilen. Abkühlen lassen, danach in ca. 40 mundgerechte Stücke schneiden. Fünftens die Schokolade grob hacken und über einem heißen Wasserbad schmelzen. Die Halva-Würfel in die Schokolade tunken, auf ein Blech legen und mit etwas Sesam bestreuen, fest werden lassen. Hier ein Drink 60 ml buttriger Bourbon, Klammer auf Rezept, sie rechts, Klammer zu, Summe süße Wermut, Spritze würziger Kirschbitter oder gewöhnliche Bitter, Klammer auf zum Beispiel Angostura, Klammer zu, einige Eiswürfel, 1/2 Orangenscheibe, 1 Maraschino Kirsche unterstrich Bon Wermut und Bitter in einen S, gefüllten Cocktailshaker geben. ES7, ließen und mindestens 30 Sekunden heftig schütteln, bis der Drink gut ist. Z gleich. Drink in ein mit Eiswürfeln Gefüll eines gießen, mit Orange und Kirsche und sofort servieren. Butteriger Bourbon und mit Bourbon, aromatisierte Butter für 750 ml Bourbon, 180 g Butter, 750 ml guter Bourbon, 250 Gramm Butter, Klammer auf wichtig, ungesalzen. Klammer zu, erste Butter und Bourbon in einen mittelgroßen Topf geben, bei mittlerer Hitze langsam erwärmen und die Butter schmelzen lassen. Mischung in einen frostsicheren Behälter geben und mindestens 4 Stunden in den Tiefkühlschrank stellen, bis die Butter fest wird. Zweitens die festen Butterstückchen herausnehmen. In einem luftdichten Behälter im Kühlschrank gelagert bleibt die Butter bis zu 8 Tage genießbar. Drittens den restlichen Bourbon durch ein mit einem Kaffeefilter ausgelegtes Passiersieb in eine Flasche gießen, um die restlichen Butterstückchen zu entfernen. Viertens im Gefrierfach hält sich der Bourbon bis zu einem Monat und kann für alle Arten von Cocktails verwendet werden. Hummus mit Paprika. Vor 20 Jahren machte ich mein erstes Hummus selbst und habe nie wieder damit aufgehört. Warum? Es schmeckt einfach immer. Jedes Mal, wenn meine Buchgruppe hier ist, bereite ich welches vor und serviere es mit etwas Rohkost. Meine Freunde fragen sich dann, mit welcher Geschmacksrichtung ich sie diesmal überraschen werde. Über die Jahre habe ich schon geröstete Karotten, Knoblauch, Artischocken und Avocado verwendet. Meine Lieblingsvariante ist die mit Paprika. Es ist so einfach. Die Hauptzutaten Tahini und Kirschererbsen habe ich stets im Haus. Noch etwas Olivenöl und Paprika dazu und dann kommt der Stabmixer zum Einsatz. Weil ich ein großer Fan von Resteverwertung bin, landet übrige gebliebenes Hummus anstelle von Mayonnaise oder Senf auf meinen Sandwiches.
Für 6 Personen 850 Gramm Kichererbsen, Klammer auf Dose, Klammer zu, 150 Gramm gerösteter roter Paprika in Leg, Klammer auf Glas, Klammer zu, abgetropft, 3 Esslöffel Tahini, Klammer auf Sesampaste, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, gehackt, 3 bis 4 Esslöffel Bio-Zitronensaft, 1,5 Teelöffel Salz, 5 Esslöffel Olivenöl, etwas Pfeffer, einige Cracker Pita Chips, Selleriesticks, Karottensticks und Radieschen. Zum Servieren erstens Kichererbsen in ein Sieb gießen, abspülen und abtropfen lassen, dann mit Paprika, Tahini, Knoblauch, Zitronensaft und Salz mit dem Stabmixer pürieren. Dabei das Olivenöl dazugeben und alles zu einer glatten Paste verarbeiten. Zweitens das Hummus in eine Schale geben, mit Pfeffer bestreuen und nach Belieben mit Crackern und Gemüsesticks servieren. Jalapeno-Garnelen im Speckmantel mit Kirsch-Cola-BBQ-Soße. Früher, als wir noch ein Haus in Park City, Utah hatten, waren wir so oft bei unserem Italiener um die Ecke, dass wir dort einen Stammtisch hatten. Warum wir dort so oft gegessen haben? Wegen der Jalapeno-Garnelen im Speckmantel. Mir läuft beim Gedanken daran schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Leider schloss das Restaurant, bevor ich mir das Rezept besorgen konnte. Diese Variante habe ich über die Jahre selbst ausgetüftelt und suche jetzt immer nach einem passenden Anlass, um sie zuzubereiten, eine Party, Football an einem Sonntagabend, ein Geburtstag, Dienstagabend. Ich bin süchtig danach, genau wie der Rest meiner Familie und einige meiner Nachbarn. Die Soße schmeckt süß mit einem Hauch von Cola und wenn sie sich einmal mit den Jalapenos verbunden hat, hinterlässt es diesen aufregenden Kontrast von scharf und herzhaft auf der Zunge. Ein kalter Drink oder ein Bier passt perfekt dazu. Für 4 Personen für die BBQ-Soße 11 Zweitel Esslöffel Olivenöl, 1,5 große rote Zwiebel, gewürfelt, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Knoblauchpulver, 1/4 Teelöffel Senfpulver, 5 Ohmel Cola mit Kirschgeschmack, 125 ml Rotweinessig, 240 Gramm Ketchup, gleich leer die Garnelen, 16 rohe Garnelen geschält. Entdarmt, Klammer auf, ca. 350 Gramm, Klammer zu, etwas Salz und Pfeffer, 1 Jalapeno Chili, der Länge nach durchgeschnitten, entkernt und in 16 dünne Streifen geschnitten, 8 Speckscheiben, längs halbiert, 3 Sekunden Olivenöl in einem kleinen Topf bei, erhitzen, die Zwiebel darin andünsten. Knoblauch, Salz, Knob-E-Pulver und Senfpulver, dazugeben, Wurz mit andünsten. Zweitens Cola und Essig unterrühren und die Soße unterrühren, 2 Minuten kochen, dann den Ketchup unterrühren. Drittens die Soße aufkochen und ca. 10 Minuten einkochen lassen, bis eine dickflüssige Soße entstanden ist. Viertens eine Grillpfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Die Garnelen waschen und trocken tupfen, dann salzen und pfeffern. Fünftens jede Garnelen mit 1 Streifen Jalapeno und 1,5 Speckscheibe umwickeln. Sechstens die Garnelen bei mittlerer Hitze ca. 7 Minuten in der Grillpfanne anbraten, bis der Speck kross ist und die Garnelen gar sind. Zwischendurch wenden, zusammen mit der BBQ-Soße servieren. BLT-Pasta, das ist das perfekte Rezept, wenn du Lust auf eine geschmacksintensive und ausgefallene Pasta ohne schwere Sahnesoße hast, die noch dazu ganz einfach zuzubereiten ist. Als ich eines Abends den Kühlschrank öffnete, um etwas zum Abendessen zu kochen, fand ich Speck-Rucola und frisches Basilikum. Außerdem standen noch Tomaten auf der Arbeitsplatte in der Küche. Und ich dachte, Moment, das ist doch ein BLT, Klammer auf Anmerkung Derit. Bacon, Lettuce, Tomato, also Specksalat, Tomate, ein klassischer Sandwichbelag, Klammer zu. Was, wenn ich alles zusammenwerfe? Ich tat es und das Ergebnis war eine reichhaltige Pasta mit einer leicht säuerlichen Tomatenweinsauce, die perfekt zum geräucherten Speck passte. Mit dem pfeffrigen Kick des Rucola war es ein echtes BLT. Natürlich darf man das süße Aroma des Basilikums auch nicht außer Acht lassen. Pflück es frisch in deinem Garten oder kaufe es am gleichen Tag im Supermarkt. Du kannst diese Pasta das ganze Jahr über aus einer großen Schüssel servieren,
besonders in Kombination mit einem guten Glas Wein, für 4 Personen 1 Kilogramm Flaschentomaten, Klammer auf ca. 10 Stück, Klammer zu, etwas Salz 6 Speckscheiben, gewürfelt 1 mittelgroße Zwiebel, gewürfelt 125 ml trockene Weißwein 1 msp. Schwarzer Pfeffer 2 rote Pfefferbeeren, im Mörser grob zerstoßen 400 Gramm Spaghetti 1 und Rucola etwas Basilikum etwas frisch geriebene Parmesan 10 Minuten knusprig braten, dann auf Küchenpapier abtropfen lassen. 2 Esslöffel des Bratfetts in der Pfanne lassen. 4. Die Zwiebel bei mittlerer Hitze im Speckfett andünsten. Den Wein dazugeben und auf die Hälfte einkochen lassen. 5. Tomatenwürfel, Pfeffer und Pfefferbeeren dazugeben und alles ca. 5 Minuten köcheln lassen, mit Salz würzen. 6. Das Salzwasser wieder aufkochen und die Spaghetti darin nach Packungsanga, al dente kochen. 7. Spaghetti abgießen, dabei ca. 250 ml des Kochwassers auffangen, 60 ml davon in die Tomatensoße geben. Gegebenenfalls weiteres Nudelkochwasser dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. 8. Den Rucola verlesen, waschen und trocken schleudern. 9. Spaghetti und Tomatensauce in eine große Schüssel geben und vermengen. Rucola und die Hälfte des gebratenen Specks dazugeben. 10. Die Pasta auf 4 Teller verteilen und mit Basilikum, restlichem Speck und Parmesan bestreuen. Sofort servieren. 1. Die Tomaten waschen, kreuzweise einritzen und 30 Sekunden in kochendem Salzwasser blanchieren, dann herausheben und in kaltem Wasser abschrecken. Das Salzwasser für die Spaghetti im Topf lassen. 2. Die Tomaten enthäuten, halbieren und von Strunk und Kernen befreien, dann in 1 cm große Würfel schneiden. 3. Die Speckscheiben in eine große, kalte Pfanne legen und bei mittlerer Hitze in ca. Auberginenpizza mit Oregano und Parmesan. Das Geheimnis dieser Pizza ist der extra dünne, knusprige Boden. Für 2 Pizzen, Klammer auf 4 bis 6 Personen, Klammer zu, 2 türkische Lire Trockenhefe EL Honig TL Salz 4 Esslöffel Olivenöl 420 Gramm Mehl zuzüglich etwas mehr zum Verarbeiten 2 kleine Auberginen in dünnen Scheiben, 3 Stiele Oregano 220 Gramm frisch geriebene Parmesan 1. Für den Teig, Hefe mit 315 ml lauwarmem Wasser verrühren. 5 Minuten ruhen lassen, dann Honig, Salz, 2 Esslöffel Olivenöl und Mehl dazugeben. Alles zu einem glatten Teig verkneten, diesen abgedeckt circa eine Stunde ruhen lassen. 2. Ofen auf 230 Ober-Unterhitze vorheizen. Den Teig in 2 Portionen teilen. Diese auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu dünnen Kreisen ausrollen und auf mit Backpapier belegte Bleche legen. 3. Pizzen mit Auberginen, Oregano und Parmesan belegen, mit übrigem Olivenöl beträufeln und portionsweise in ca. 15 Minuten goldbraun backen. Herzhafte kommt und Tarte mit gebackenen Tomaten und Schnittlauch für 6 Personen 400 Gramm Mehl zuzüglich, etwas mehr zum Verarbeiten, etwas Salz und Pfeffer 200 Gramm kalte Butter in Stückchen 24 Kirschtomaten, an der Rispe 8 Esslöffel Olivenöl, einige getrocknete Hülsenfrüchte zum Blindbacken, 180 ml Milch, 180 Gramm Sahne, 3 Eier zuzüglich 1 Eigelb, 300 Gramm geriebene Comté Käse, 1,5 Bund Schnittlauch in Röllchen, 6 kleine Handvoll frische Kräuter und essbare Blüten, 1,5 Bio-Zitrone, Klammer auf Saft, Klammer zu, 1. Mehl und eine türkische Lira Salz vermischen, die Butter dazugeben und alles kurz verkneten, 120 ml eiskaltes Wasser dazugeben und alles vermengen, bis sich die Zutaten verbinden. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und ca. 40 Minuten kalt stellen. 2. In der Zwischenzeit den Backofen auf 190 Ober-Unterhitze vorheizen. Die Tomaten vorsichtig waschen und an der Rispe in 6 Portionen teilen. 3. Die Tomaten in eine Auflaufform legen, mit 6 Esslöffel Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Ofen ca. 30 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und leicht abkühlen lassen.
Viertens, den Teig auf der leicht gemähten Arbeitsfläche ca. 5 mm dick ausrollen, ca. 15 cm breite Kreise ausstechen und sextate Förmchen, Klammer auf 0, ca. 12,5 cm Klammer zu, an Boden und Rand damit auslegen. Den Teig mehrfach mit einer Gabel einstechen. Fünftens, den Teig dann mit Backpapier und getrockneten Hülsenfrüchten belegen. Im vorgeheizten Ofen ca. 10 Minuten backen, Hülsenfrüchte und Backpapier entfernen und den Teig bei 175 weitere 2010 bis 12 Minuten backen, aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Sechstens, in einer Schüssel Milch, Sahne, Eier und Eigelb miteinander verrühren, großzügig mit Salz und Pfeffer würzen, dann Komte und Schnittlauch unterrühren. Siebtens, die Mischung auf den Tarteböden verteilen, mit den gebackenen Tomaten belegen und 30 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Achtens, die Komtetartes kurz abkühlen lassen, dann auf Teller verteilen, Kräuter und Blüten daneben anrichten, mit Salz und Pfeffer bestreuen und mit Zitronensaft und restlichem Olivenöl beträufeln. Alles sofort servieren. Warme Birnen mit Cremefraiche und Gebäck für 6 Personen 20 kg, gemischte Birnen 3 Esslöffel Zucker nach Geschmack 25 OG Cremefraiche 1 türkische Lira Vanilleextrakt 6 Stücke Gebäck nach Wahl, zum Beispiel Rührkuchen, Muffins oder Cannelis 1- die Birnen in einen Topf geben, mit 1- Zucker bestreuen und 10 Minuten gehen lassen. Du kannst sie auch schon Esstag im Voraus zubereiten und im Schrank stehen lassen. Esscremefraiche mit 1 Esslöffel Zucker und Extrakt mit dem Handrührgerät lagen, bis sie etwas fester wird. Unterstrich gleich Birnenmischung einmal kurz auflassen und vom Herd nehmen. E-Dessertteller je 1 großzügigen Cremefraiche geben. Die Warmens darauf verteilen. Mit den Gebäcks sofort servieren. Offene Karotten-Tomaten-Lasagne, eine gesunde Lasagne-Variation, die sehr gut ohne Pasta auskommt. Für 4 Personen 8 Karotten, längs in Scheiben geschnitten 5 Esslöffel Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer, 4 große Fleischtomaten in Scheiben, 450 Gramm Büffelmozzarella in Scheiben. Erstens, den Backofen auf 200 Ober-Unterhitze vorheizen. Karottenscheiben auf ein Backblech legen, mit 3 Esslöffel Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Ofen goldgelb backen, dann aus dem Ofen nehmen. Zweitens, auf dem Blech 4 Stapel aus Karotten, Tomaten und Mozzarella aufschichten. Drittens, die offenen Lasagnen mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem übrigen Öl beträufeln. Weitere 10 Minuten backen, dann auf 4 Teller verteilen und sofort servieren. Cremiges Grünkohl Kohlrabi-Gemüse mit Thymian, ein schnelles Gericht, das voller Aromen steckt. Super als Beilage zu Hähnchen. Für 4 Personen 2 Esslöffel Butter Kohlrabi geschält, grob gewürfelt 1 kleine Zwiebel, gewürfelt 300 Gramm Grünkohl, grob zerteilt 120 Gramm Sahne, 100 Gramm frisch geriebene Parmesan, etwas Salz und Pfeffer, 3 Stiele Thymian. Erstens, Butter in einem Topf erhitzen. Kohlrabi und Zwiebel bei mittlerer Hitze darin anbraten, bis der Kohlrabi gar ist. Zweitens, den Grünkohl dazugeben und braten, bis er leicht zusammenfällt. Sahne und Parmesan zum Gemüse geben und kurz aufkochen lassen. Drittens, das Gemüse mit Salz, Pfeffer und Thymianblättchen würzen und servieren. Risotto mit Beeten und Pinienkernen. Nichts geht über ein cremiges Risotto. Durch die Zugabe von Beete und Pinienkernen schmeckt diese Variante schön knackig, eine perfekte Kombination. Für 4 Personen 4 Esslöffel Butter, 4 Esslöffel Olivenöl, 1 Zwiebel, fein gewürfelt, 1 Knoblauchzehen, gehackt, 130 Gramm Risotto-Reis, Klammer auf, zum Beispiel Arborio, Klammer zu, 180 ml Weißwein, 950 ml heiße Gemüsebrühe, 6 kleine Beeten geschält, in dünnen Scheiben 225 Gramm frisch geriebene Parmesan zuzüglich, etwas mehr zum Servieren, etwas Salz und Pfeffer, 2 Esslöffel Pinienkerne, geröstet 2 bis 3 Bitterblätter, in Streifen. Erstens, die Hälfte der Butter und die Hälfte des Olivenöls, in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin glasig dünsten. Zweitens, den Reis dazugeben und ebenfalls aasig dünsten, mit dem Wein ablöschen.
Drittens, sobald der Wein fast vollständig verwacht ist, unterrühren nach und nach Reisebrühe, dazugeben und wieder verchen lassen, bevor weitere Brühe unterstrich E zugegeben wird. Auf diese Weise das Gleichsotto in ca. 25 Minuten garen, bis der Gleich ist al dente ist und das Risotto eine cremige Konsistenz hat. Es kann, dass du weniger Brühe benötigst. Tee fischen, das restliche Öl in einer E erhitzen und die Bitterscheiben, bei E Erhitze darin goldbraun anbraten. Unterstrich 1 Gebutter und 3 Viertel des Parmesans, as Risotto heben und dieses mit Pfeffer abschmecken. L. Risotto auf Teller verteilen und Atenebeete, gerösteten Pinien, und Bitterblättern garnieren, dann übrigen Parmesan bestreuen, servieren. Für 6 Personen 30 OG getrocknete gelbe Schälerbsen 2,51 Gemüsebrühe, gegebenenfalls etwas mehr 2 bis 3 Schweinefüße, geteilt oder in Scheiben, Klammer auf, am besten den Metzger fragen, Klammer zu, eine Zwiebel, gewürfelt 2 große Karotten, gewürfelt eine Staudensellerie-Stange, gewürfelt eine Prise getrockneter Thymian, ein Lorbeerblatt, etwas Salz und Pfeffer, ca. 12 Petersilienblättchen, etwas Oliven. Öl, erstens die Schälerbsen in ein Sieb geben und abspülen, dann in einen großen Topf umfüllen und mit der Brühe aufgießen. Zweitens die Schweinefüße waschen und ebenfalls in den Topf legen. Drittens die Mischung aufkochen, dann bei mittlerer Hitze 11 Zweitel bis 2 Stunden köcheln lassen. Zwischendurch den Schaum abschöpfen. Viertens das Gemüse und die Kräuter dazugeben und alles weitere 30 bis 60 Minuten sanft köcheln lassen, bis Erbsen und Gemüse gar sind. Fünftens die Schweinefüße mit einer Schaumkelle aus der Suppe heben, das Fleisch von Haut und Knochen befreien und grob zerkleinern. Sechstens das Lorbeerblatt aus der Suppe nehmen, die Suppe dann mit dem Stabmixer pürieren. Gegebenenfalls weitere Brühe dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Anschließend die Fleischstücke wieder zur Suppe geben. Siebtens die Schälerbsensuppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf Suppenteller verteilen. Achtens die Suppe mit Petersilie und etwas grobem Pfeffer bestreuen, mit Olivenöl beträufeln und sofort servieren. Gerollter 5 größer als ne Bretternied, Knusperkruste und Geuglerate Füllung für 8 Personen 1 große Zwiebel 4 Knoblauchzehen 3 Esslöffel Butter 6 Esslöffel Olivenöl 3 Viertel Teelöffel Fenchelsamen, gemörsert 1 Msp, frisch geriebene Muskatnuss 3 Viertel Teelöffel Chiliflocken, etwas Salz und Pfeffer 66 Gramm Kräutons, Klammer auf, kleine Brotstücke, für eine Stunde bei 150 Grad O im Ofen getrocknet, Klammer zu, 200 Gramm geriebene Comté-Käse, 150 Gramm Mangold oder Spinat, grob gehackt 5 Stiele Petersilie, grob gehackt 1 Esslöffel Thymianblättchen, grob gehackt zuzüglich ein paar Thymianstiele zum Garnieren, 1/2 Bio-Zitrone, Klammer auf, abgeriebene Schale, Klammer zu, 3 Kilogramm Schweinelende ohne Knochen mit Haut, im Schmetterlingsschnitt aufgeschnitten, Klammer auf, bitte deinen Metzger darum, es zuzuschneiden, Klammer zu, etwas grobes Meersalz zum Servieren, erstens den Backofen auf 230 Ober-Unterhitze vorheizen, die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen und hacken. Zweitens in einer Pfanne bei mittlerer Hitze Butter mit 3 Esslöffel Öl erhitzen. Die Zwiebel darin goldbraun anbraten. Knoblauch, Fenchelsamen, Muskat und Chiliflocken dazugesen und alles kurz mitbraten, dann mit Salz und Pfeffer würzen in eine Schüssel und abkühlen lassen. Drittens Kräutons, kommt Mangold, Petersilie, Thymianblättchen und Zitronenschale, 1, d, zugeben. Alles vermischen und mit 1 und Pfeffer würzen. Viertens das Fleisch waschen und trocken tub, dann mit der Hautseite nach oben die Arbeitsplatte legen und die Hautständen von 2,5 cm mit einem 1-Unterstrich-Affen Messer parallel zur geplanten nur in die Gleichpfeffehen und die Füllung gleichmäßig darauf verteilen. Das Fleisch fest aufrollen und mit Küchengarn fixieren. Gut zu wissen, bei Zimmertemperatur lässt sich das Fleisch leichter rollen. Sechstens den Braten in einen Bräter legen und mit dem übrigen Olivenöl beträufeln, dann in den vorgeheizten Ofen geben und ca. 30 Minuten braten, bis die Haut blasen, schlägt und goldbraun ist. Den Braten dann wenden und die Ofentemperatur auf 180 reduzieren.
circa eine Stunde weiter braten, bis die Kerntemperatur bei 55 bis liegt. Zwischendurch wieder wenden, damit die Kruste knusprig wird. Siebtens den Braten aus dem Ofen nehmen und 15 Minuten ruhen lassen, dann mit Thymian und Meersalz garnieren. Entlang der Einschnitte auf der Kruste aufschneiden und servieren. Für den Belag 330 Gramm Frischkäse, 500 Gramm Ricotta, 295 Gramm Zucker, 4 Esslöffel Bio-Zitronensaft, 2 Esslöffel abgeriebene Bio-Zitronenschale, 1 türkische Lira Vanilleextrakt, 1 Esslöffel Maisstärke, 5 Eier. Für den Boden 250 Gramm Inverkekse, Klammer auf fertig gekauft, Klammer zu, 100 Gramm Butter, 80 Gramm Zartbitterschokolade, einige Meersalzflocken zum Bestreuen. 1. Für das Karamell Sahne und Butter in einem Topf aufkochen, dann vom Herd nehmen. 2. Zucker und 125 Milliliter Wasser in einem Topf bei großer Hitze aufkochen, bis die Zuckerlösung eine Temperatur von 180 erreicht hat, Klammer auf, mit Zuckerthermometer messen, Klammer zu, und goldbraun ist. 3. Das Karamell vom Herd nehmen. Die heiße Buttersahne-Mischung zügig unter ständigem Rühren einlaufen lassen. 4. Den Topf zurück auf den Herd stellen und die Mischung bei kleiner Hitze unterrühren, 5 Minuten sanft köcheln lassen, bis eine cremige Masse entstanden ist. 5. Das Karamell in eine hitzebeständige Schüssel umfüllen und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. 6. Inzwischen für den Boden die Kekse es in der Küchenmaschine fein zerkleinern. Die Butter schmelzen, dazugeben und alles gut vermengen. Die Bröselmasse in 4 Runde einarte formen, Klammer auf 12 cm Klammer zu, mit gewelltem Rand und liebe Boden geben. Gut an Boden und 4 Ellenke festdrücken, die Formen dann circa 5 Minuten kalt stellen. Das Karamell auf den Böden verteilen, 10 Minuten im Kühlschrank festwegessen. B. Schokolade grob hacken und über Neisen Wasserbad schmelzen. F. 3 Uhr kühlen lassen, dann auf der Kara nicht verteilen und auch diese im Rank fest werden lassen. 1. Kleinen Schokokaramell-Tartestich aus den Formen lösen, mit 1 bestreuen und servieren. Zitronenkuchen aus dem Kühlschrank. Ich verrate dir 3 gute Gründe, warum ich diesen Kuchen immer wieder mache. Ich liebe Lemon Curd, ich liebe Vanillekekse, und ich liebe es, dass er so einfach geht. Wir essen den Kuchen gerne im Sommer, wenn es draußen heiß ist und man keine Lust hat, den Backofen anzuwerfen. Sobald alle Zutaten vermischt sind, muss der Kuchen nur noch in den Kühlschrank. Außerdem mag ich den frischierigen Geschmack des Lemon Curds und des Frischkäses. Wenn du magst, kannst du eigenen Lemon Curd zubereiten. Aber einer aus dem Supermarkt tut es auch. Außerdem spart es Zeit und macht die Zubereitung noch unkomplizierter. Du kannst den Kuchen sogar 1 bis 2 Tage im Voraus zubereiten. Nimm ihn mit zu einem Picknick, zu einem Gartenfest oder verwöhne dich selbst damit. Für 10 Personen 120 Gramm Frischkäse, 35 Gramm Puderzucker, 600 Gramm Sahne, 2 Bio-Zitronen, Klammer auf abgeriebene Schale, Klammer zu, 1,5 Teelöffel Vanilleextrakt, ca. 300 Gramm Vanillekekse, Klammer auf alternativ Butterkekse, Klammer zu, 300 Gramm Lemon Curd, erstens Frischkäse und Zucker, mit dem Hand, ihr Gerät cremig rühren. Sahne, Zitronenschale und Vanilleextrakt dazugeben, alles gründlich verrühren. 2. Die Hälfte der Kekse auf dem Boden in Auflaufform, Klammer auf, ca. 30 x 20 cm Klammer zu, aussehen. Der ganze Boden muss mit Keksen zeckt sein. 3. Die Hälfte der Frischkäsecreme darauf. 7. Streichen. Die Hälfte des Lemon Curd halten, ca. 1 cm auseinanderliegenden E auf die Creme streichen. Einem Messer kleine Strudel muss Curd formen. Die restlichen Kekse. Gedämpfte Muscheln mit würzigem Knoblauchbrot. Ich liebe Muscheln, seit ich als kleines Kind während unserer Familienausflüge vom Rücksitz unserer Autos nach Drau starrte und meine Nase dabei ganz fest an die Scheibe presste. Wir lebten zu dieser Zeit in Delaware. Irgendwo entlang der Grenze Pennsylvanias gab es ein Restaurant, an dem wir immer anhielten. Und jedes Mal bestellte ich dieses Gericht. Ein sehr untypischer Essenswunsch für eine 7- oder 8-Jährige. Aber ich freute mich stets das ganze Jahr darauf, vor allem darauf, das knusprige Brot in den würzigen Sud zu stippen.
Kürzlich wurde diese Erinnerung von meinem Freund, dem bekannten Koch Ludo Lefebvre, in seinem kleinen Bistro Petit Royce in Hollywood wachgerufen. Er serviert die Muscheln mit einer sahnigeren Soße, die mit jedem Bissen cremiger wird. Für dieses Buch setzte ich es mir zum Ziel, meine ganz eigene Version davon zu entwickeln. Ich tüftelte ein paar Tage in der Küche und notierte mir jedes Detail, bis es genauso schmeckte, wie ich es mir vorstellte. Für 4 Personen für das Knoblauchbrot ein Baguette, Klammer auf ca. 350 Gramm, Klammer zu, 60 Gramm weiche Butter, 3 Knoblauchzehen, 2 rote Pfefferbeeren, im Mörser grob zerstoßen, 1 Prise Salz für die Muscheln, 4 Esslöffel Olivenöl, 450 Gramm Chorizo in Stücken, Schalotten, fein gewürfelt, Knoblauchzehen gehackt, rote Pfefferbeeren, im Mörser grob zerstoßen, 500 Milliliter trockene Weißwein, 250 Milliliter Kokosmilch, 2 Esslöffel Butter, 1 Viertel Teelöffel Kurkuma-Pulver, 1 Viertel Teelöffel Ingwerpulver, etwas Salz und Pfeffer, 1 Kilogramm Muscheln mit Schale, gesäubert, 2 Esslöffel Biolimettensaft, 6 Zitronen, Thymian oder Thymianstiele. Erstens für das Knoblauchbrot, den Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Baguette im Abstand von 2,5 cm einschneiden, aber nicht durchschneiden. Zweitens Butter, Knoblauch, Pfefferbeeren und Salz, kurz pürieren und die Mischung in den Einschnitten verteilen. Das Baguette in 5 bis 7 Minuten im vorgeheizten Ofen goldbraun und knusprig backen. Drittens Öl in einem großen Topf erhitzen und die Chorizo darin 5 Minuten goldbraun anbraten. Die Chorizo dann auf Küchenpapier abtropfen lassen. Das Fett im Topf lassen. Die Chorizo nach dem Abtropfen in eine 4 große Servierschüssel legen. Viertens Schalotten bei mittlerer Hitze im Bratfett glasig dünsten. Knoblauch und Pfefferbeeren kurz mit dünsten. Fünftens die Mischung mit Wein ablöschen und mit dem Kochlöffel alles Angebratene vom Pfannenboden lösen. Kokosmilch, Butter, Kurkuma und Ingwer dazugeben und alles mit Salz und Pfeffer würzen. Sechstens die gesäuberten, gründlich gewaschenen Muscheln in den Topf geben, sofort den Deckel auflegen und die Muscheln bei großer Hitze ca. 7 Minuten garen, bis sich die Schalen geöffnet haben, noch geschlossene Muscheln aussortieren. Siebtens die Muscheln aus dem Sud heben und in die Schale mit der gebratenen Chorizo geben, Limettensaft in den Sud rühren und alles über die Muscheln gießen. Achtens Thymian waschen und trockens küteln. Die Blätter von den Stielen zupfen und auf die Muscheln streuen, sofort mit dem Knoblauchbrot servieren.